Achtung, das nachfolgende Video dient einzig und allein zur Unterhaltung. Keine der im Video getroffenen Aussagen ist ernst gemeint. Vielen Dank und viel Spaß mit dem Video. Na, schau an, wer wieder da ist. Genau, ich. Willkommen zurück zu Hearts of Iron 4. Und heute spielen wir mit einer Nation, die nördlich von Südafrika und südlich von Norwegen liegt. Die Rede ist von diesem wunderschönen Land hier, Österreich. Meistens ist das Schicksal der Österreicher etwas düster, dann wird geschluckt vom großen deutschen Nachbarn. Aber das möchten wir heute unterbinden und möchten selber schlucken. Und zwar Länder. Nicht das, was ihr denkt. Schweine. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich. Willkommen zurück zur Solo World Conquest A bis Z Serie. Wo wir immer noch mit jeder Nation in Hearts of Iron 4 die Welt erobern möchten. Oder zumindest versuchen. Klappt leider nicht immer, wie wir schon ein paar Mal festgestellt haben, aber man probiert so jedes Mal aufs Neue. Grundsätzlich, ja, wir brauchen ein kleines Stückchen Glück. Und zwar, dass das Deutsche Reich ihn abstößt. Wenn das passiert, ist erstmal alles in Ordnung. Wenn er allerdings an der Macht bleibt, dann haben wir das Problem, dass er früher oder später sein Heimatland ins Deutsche Reich integrieren möchte. Ich an seiner Stelle würde es ja andersrum machen, aber es hat leider in Österreich nicht sein sollen, habe ich das Gefühl. Aber Gerüchten zufolge könnte irgendwann jemand versuchen, genau das zu machen. Nämlich mit österreichisch Hitler versuchen, Deutschland zu integrieren. Aber bevor ich wieder zu viel zukünftige Projekte spoiler, ziehen wir uns erstmal unseren Focus Tree rein. Und holy shit, ist das ein fettes Teil. Das Ding ist so viel größer als das der Deutschen. Meine Güte, da wird man ja fast schon neidisch. Wir beginnen direkt mit 4 zusätzlichen Militärfabriken, in denen wir Waffen für unsere Armee aufbauen können, um unsere lieben, freundlich netten Nachbarn im Osten zu integrieren. Irgendwie habe ich gerade Deutschland-Vibes, ich weiß nicht warum. Übrigens muss ich wirklich sagen, ich habe mich sehr auf Österreich gefreut. Eine an sich schön zu spielende Nation in einem interessanten Ausgangsläkchen, wie ich finde. Ich meine, klar, in normalen Hearts of Iron 4 macht das Land überhaupt keinen Spaß, da man eigentlich keine Chance gegen den Nachbarn aus dem Norden hat. Aber hier mit der Road to 56 Mod sieht das wieder ganz anders aus. Und solltest du ein Fan von einzigartiger, faszinierender und wunderbarer Hearts of Iron 4 Unterhaltung sein, dann empfehle ich dir ganz dringend, diesen Kanal nicht zu abonnieren, denn all das gibt's hier nicht. Bei mir gibt's nur schlechte, langweilige, doofe Unterhaltung. Aber wer das mag, der kann hier gerne abonnieren, die Glocke aktivieren und auch gerne Kommentare schreiben oder den Daumen nach oben pressen, um den YouTube-Algorithmus davon zu überzeugen, dass ich voll cool bin. Das erste, was wir machen, ist unsere Diplomaten nach Ungarn schicken, um zu behaupten, dass dieser Mann hier, dem ein Topf auf den Kopf gefallen ist, uns die ganze Zeit beleidigt, was uns dann einen Kriegsgrund gibt. Ich meine, ist ja nicht so, als ob jeder von euch wüsste, wie Hearts of Iron 4 funktioniert. Ich habe keine Ahnung, warum ich euch das nochmal erkläre. Außer es gibt jemanden, der das nicht wusste. Dann bitte einmal gerne in die Kommentare schreiben. Woran merkt man eigentlich, dass ein Land vorhat, die Welt zu erobern? Genau, durch die Kriegswirtschaft. Damit müssen unsere Nachbarn eigentlich alle sofort hellhörig wissen, denn was will dieses kleine Bergländchen denn jetzt auf einmal mit einer militärischen Wirtschaft? Glücklicherweise sind sie alle blind auf beiden Augen. Übrigens, das German Empire ist das Deutsche Kaiserreich geworden. Wilhelm III. Hat wieder die Macht übernommen und damit sind wir erstmal safe. Wir haben jetzt 2 Optionen. Der Austrofaschismus oder halt der österreichische Kompromiss. Und ich muss gestehen, der rechte Weg ist nichts, denn das wäre ein defensiver Pakt mit den Italienern. Keiner mag die Italiener, deswegen geben wir hier den Kompromiss. Ah, oder auch nicht, weil der wurde gebypassed. Wahrscheinlich, weil Kollege Adi nicht mehr da ist. Kommunismus und Demokratie ist nichts für uns, deswegen, ja, ihr wisst eh alle, worauf wir hinaus wollen. Das österreich-ungarische Reich wieder auferstehen lassen. Oh, Napoleon hat Frankreich übernommen. Naja, ist ja damals wie heute nie schief gelaufen für den Rest von Europa. Ging ja immer gut aus, wenn Napoleon Frankreich angeführt hat, ne? Man schätzt so um die 7 Millionen, wenn man alles zusammenrechnet. Aber was waren damals schon 7 Millionen Menschen? Puh. Wir haben zwar die stärkere Armee als Ungarn, aber ich weiß aus Erfahrung, dass Ungarn relativ fähig darin ist, Soldaten aus nichts zu rekrutieren. Deswegen müssen wir gucken, dass wir möglichst schnell das Ding hier gewinnen. Leider habe ich es noch nicht geschafft, eine Luftwaffe zu etablieren. Ich arbeite zwar darauf hin, aber noch ein bisschen zu früh. Aber wir haben keine Zeit. Wir müssen einen schnellen Sieg erringen. Finde ich auch interessant. Wir können einfach das alte Imperium wieder auferstehen lassen. Wir sind jetzt zwar miteinander im Krieg, aber vielleicht klappt es ja trotzdem. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Weil ich sag's euch ganz ehrlich, militärische Vereinigung ist die beste Vereinigung. Okay. Yo.
Natürlich, logischerweise. Die Ungarn hatten keine Chance gegen uns. Die österreichische Armee war kurz davor, Budapest einzunehmen. Realistisch betrachtet waren wir meilenweit davon entfernt, Budapest einzunehmen. Aber das wissen die Ungarn ja nicht. Deswegen, Dankeschön, meine ungarischen Freunde. Willkommen im Reich. Ungarische Armee übrigens echt schon größer gewesen als unsere. Die haben so schnell Truppen rausgespuckt. Und wisst ihr, was noch viel schöner ist? Chorstaat. Ja, das ist unseres. Übrigens, rein rechtmäßig muss ich leider noch ein paar weitere Gebiete integrieren. Unter anderem da ein bisschen aus Jugoslawien, Rumänien und der Tschechoslowakei. Und wenn wir schon dabei sind, können wir uns eigentlich noch ganz Deutschland snacken. Aber ich glaube nicht, dass der Rest der Welt das so entspannt mit ansehen wird. Ihr seht ja, was wir noch alles brauchen. Hier ein bisschen was Tschechoslowakien, Slowenien, Kroatien, Bosnien, Transsilvanien und Vojvodina. Keine Ahnung, was das alles sein soll, aber wir werden es bestimmt bald erobert haben. Napoleon, kleiner Junge, mach bitte jetzt hier keinen Mist. Der hat einfach Luxemburg angegriffen. Wenn ihr gleich wieder ein großes Frankreich haben, meine Freunde, und den oh Gott. Polnischer Bürgerkrieg ist auch dabei, aber die Franzosen, die rasten richtig aus. Ja, okay, in Belgien auch noch. Warum garantieren sie sich alle gegenseitig hier? Die werden alle garantiert, die werden garantiert, die wird garantiert. Nur die Deutschen garantiert keiner, aber die brauchen auch keine Garantie, die sind stark genug. Schweizer mag auch keiner, aber da ein Kriegsziel zu justifieren dauert 777 Millionen Tage. Ein bisschen zu lang. Italiener mag keiner, ne? Und Italien ist schwach. Und Italien hat immer noch den Bürgerkrieg am Laufen gegen Äthiopien, wobei den gewinnen sie gleich. Ja, die Jugoslawier haben uns freundlicherweise Slowenien abgedrückt. Auch hier wieder Kerngebiet natürlich. Und jetzt schaut zu, dass ihr eure hässlichen Pferdeärsche von meinem Land wegbewegt. Ansonsten gibt's richtig Ärger. Und wir pressen jetzt mal Richtung Transsilvanien. Könnte zu Krieg führen, ja, ist halt so. Ohne Krieg kein Sieg, sage ich immer, ne? Und nur der Endkrieg führt zum Endsieg. Oder so ähnlich. Hä? Hey. Deutschen haben einfach schon Totenkopfdivisionen an meiner Grenze. Finde ich jetzt aber nicht so freundlich. Ich muss sagen, irgendwie hat das was, das Französische Reich so groß und stark und das Deutsche Reich so klein und schwach. Ein kleiner Snack, aufgeteilt zwischen Österreich und Frankreich. Hätte ich ja schon Lust drauf, ne? Und Lust habe ich übrigens auch wieder mal auf mein Lieblingsgetränk gerade von Holy, nämlich leckeren Holy Eistee. Ihr wisst ja, ich mache gerne Werbung für Holy. Und zwar, weil das Zeug A gut schmeckt, B gesünder ist als Konkurrenzprodukte, C eigentlich, wenn man das Ganze auf den Literpreis runterrechnet, auch relativ günstig ist und ihr euch auch einmal durch ein relativ großes Sortiment von Eistees und Energies trinken könnt. Links dazu unten in der Videobeschreibung. Auf eure erste Bestellung gibt es sogar einen 5er Rabatt und für weitere Bestellungen, falls euch das Zeug so schmeckt wie mir, könnt ihr sogar nochmal 10% sparen, wenn ihr meinen zweiten Rabattcode verwendet. Jojo. Und was noch fast genauso gut ist wie der Geschmack von Holy, ist die Tatsache, dass ihr damit sogar die Krabbe unterstützen könnt. Entschuldigen Sie? Rumänien hat meine Forderungen leider nicht akzeptiert. Na dann. Krieg ist es! Nee. War eigentlich nur Spaß. Das war doch nur Spaß. Niemand hat die Absicht, sich mit den Franzosen anzulegen, ne? Okay, das muss mir jetzt einer erklären. Das Königreich von Norwegen ist Vasall von Dänemark und die sind jetzt im Krieg mit Norwegen. Okay. Ja, jetzt wird es dann doch problematisch. Italien ist auch noch gerade diesem kontinentalen System beigetreten. Natürlich heißt es kontinentales System. Was ist das für ein Bündnis? Polen, Italien, Rumänien, Frankreich? Und halt irgendwelche anderen Staaten, die keine Sau interessieren. Aber das sieht für mich gerade äußerst schlecht aus, Leute. Muss ich ganz ehrlich sagen. Haut ab. Digga. Digga, was ist mit den Schweizern falsch? Bin ich irgendwo landet hier gerade oder was ist das? Es ist ein Pitch-Move. Ah, es ist low. Es ist low. Das ist low. Also, das war. Hä, hey, was ist das denn jetzt? Die Flagge ist geil. Die Flagge ist richtig geil. Aber hä? Leute, ich bin überfragt und überfordert und mein Kopf tut weh, aber ich mache die Schweizer kalt. Also alles in Ordnung. Italien hat Jugoslawien. Das ist jetzt natürlich unfair, ne? Weil die haben natürlich alle einen relativen. Italien kann natürlich machen, was sie wollen, ne? Das ist nicht fair. Wir, wenn wir es machen, kriegen direkt Schnauze von den Franzosen voll.
Ah, wir haben -40% Dauer, um Kriegsziele zu rechtfertigen. Das ist eine coole Sache, hätte ich mal vorher machen sollen. Aber wobei ist auch irrelevant, weil wir können ja gar keine Kriegsziele rechtfertigen. Übrigens, unser Schaden gegenüber den Schweizern, 1000 fast an Orga und 690 an Stärke. Das sind beeindruckende Zahlen unserer Luftwaffe. Muss dazu sagen, die Schlacht hier dauert schon seit Monaten an. Wir haben 78.000 verloren, die Schweiz hat 75.000 verloren, aber ich sag mal so, wir haben ein bisschen mehr Soldaten in der Hinterhand mit einer Korbevölkerung von 17,84 Millionen. Das können die Schweizer natürlich nicht ganz aufbieten. Ich möchte übrigens für die Presse erwähnen, dass nicht ich der Aggressor hier bin, ne? Wir verteidigen uns ja nur, indem wir den Feind angreifen, der uns angreift. Ja, sieht doch erstmal ganz gut aus, was die Verluste angeht. Aber die Schweizer geben natürlich nicht einfach so auf, das ist logisch. Ich glaube, das ist ein Rekord. 1728, 1450 hatte ich so, glaube ich, auch noch nicht. Na, Jugoslawien hat uns die nördlichen Balkanstaaten gegeben. Und damit sind wir richtig am Arsch, weil wir immer noch komplett von dieser hässlichen Allianz eingekesselt sind. Aber auch hier wieder alles Kernstaaten. Alles Kernstaaten. Oh, es ist geil. Ich glaube, ich hatte noch nie so einen einfachen World Conquest bis zu diesem Punkt. Aber wie gesagt, wir haben ein kleines Problem. Und die sind... Naja, ihr wisst selber, was die sind. So, die längste Schlacht in meiner aktuellen Geschichte um die... östlichen Schweizer Alpen haben uns 81.000 Mann gekostet. Auf feindlicher Seite sind 126.000 Mann gefallen. Auch nicht schlecht. Ansonsten noch knapp 20.000 andere Sachen gegenüber 13.000 andere Sachen. Aber was eine verlustreiche, geile Schlacht war das, Mann. Und wir sehen auch hier, wir haben von den 126.000 Mann sind 50.000 Mann durch Flugzeuge zerstört worden. Ja, ja. Und so endet die Schreckensherrschaft der Schweiz ein für alle Mal. Okay. Deutschland macht das, was sie nicht hätten machen sollen an der Stelle. Aber ich für meinen Teil werde natürlich den Deutschen helfen. Ich bin ein Ehrenmann. Und werde versuchen, jetzt ein bisschen in Rumänien und Co. Brand zu stiften, sage ich jetzt einfach mal. Geht aber leider erst, sobald ich weitere Truppen habe, weil ich brauche alle Truppen hier, um meine aktuell eigenen Grenzen gegen diese Idioten hier zu verteidigen. Dicker, ich kann einfach direkt Frankreich den Krieg erklären, aber warum sollte ich das jetzt gerade machen, ihr Clowns? Polen bekommt auf die Schnauze, Deutschland hält Stand gegen Frankreich und wir werden jetzt einfach mal ganz billig Rumänien überrennen, denn die haben kaum Truppen hier und sind komplett mit Bulgarien beschäftigt. Oh, ich fühle mich so schlecht, ihr habt keine Ahnung, wie schlecht ich mich gerade fühle, aber egal. Egal. Okay. Ja, die Tschechoslowakei hat garantiert und ich habe es nicht gecheckt oder so. Nee, hä, die garantieren? Ah doch, das ist Rumänien, doch, ich bin so blöd. Aber es gibt einen Workaround. Wir erklären einfach Griechenland den Krieg und ziehen so mit Rumänien in den Krieg rein. Mein Plan ist übrigens voll aufgegangen. Ja, entweder das war eine Naval Invasion oder die haben mich hart genappt. Aber ich schmeiße einfach meine Truppen komplett ohne jegliche Erfahrung ins Feld. Haben sie damals auch gemacht, hat auch gut funktioniert. Zumindest haben wir den Italienern schon mal ein bisschen Gebiete abgenommen. Ist ja auch mal was Positives. Und die Deutschen, der Herrgott möge sie selig haben gerade, die machen einfach alle kalt. Polen und Frankreich. Und haben dabei nur nicht mal eine Million Mann. Also ich weiß, die Deutschen sind völlig lit gerade. Kommen übrigens an kein Gummi mehr, weil die gesamte Welt uns hasst. Also die gesamte Gummiwelt. Tschüss an alle Griechen und Ägypter und Ecuadorianer und Salvadorianer, was da alles umgekriechen und gekrochen ist. Oh, das tut weh. Ah, das sind Schmerzen, die die Griechen da erleiden. Kommt ein Rumäne um die Ecke, ist Rumänien weg. Okay, der war schlecht. Ein White Peace mit Rumänien könnten wir jetzt schließen, aber ne, wir nehmen uns alles. Alles soll unser werden. Übrigens, die amerikanischen Nervensägen sind dem alliierten Netzwerk beigetreten. Mir gefällt das nicht. Ich hasse Naval Invasions, vor allem wenn es die Inder sind. Die Inder. Mal gucken, wie weit das entfernt ist. Mal kurz gucken. Ja, das ist dann doch ein ganz kleines Stückchen nach Indien rüber. Die sollen mal da drüben bleiben, echt. Ja, und die... die Sowjets... Digga, das ist scheiße, Alter. Digga, was wollen die alles haben? Die wollen gleich alles haben. Boah, die werden mir direkt den Krieg erklären, Mann. Och, es ist kacke. Bis jetzt Verluste 155.000 zu 338, beziehungsweise nochmal 68.000. Also das ist erstmal relativ gut noch. Aber die Sowjets werden uns halt jede Sekunde angreifen können. Was dann natürlich nicht mehr so gut ist. Mhm. Ja. Toll. Danke für nichts. Aber wir haben gute verteidigbare Positionen. Alles Fluss irgendwie zum Teil. Mal gucken. Mal gucken, wie es läuft. Plus, meine Truppen sind seit Jahren am Kämpfen. Wir haben unsere Doktrin komplett durchgepusht. Unser Land ist bereit zu kämpfen und zu sterben. Bis zum letzten Mann, wenn es sein muss.
Also fassen wir zusammen, die Deutschen schaffen es nicht, die Franzosen kalt zu machen. Polen ist gefallen, wir sind im Krieg mit der gesamten Welt, können allerdings sowohl hier als auch dort, als auch hier drüben erfolgreich standhalten. Ich habe eine neue Armee, die sich nur darum kümmert, unsere Küsten zu verteidigen, damit ich nicht alle 2 Sekunden in der Invasion in den Popo bekomme. Und da ist noch eine Armee ohne irgendwelche Ausrüstung, die gerade dafür verantwortlich war, dass die Sowjets hier nicht landen konnten, beziehungsweise nicht erfolgreich. Und jetzt, naja, jetzt warten wir einfach ab. Oh! Oh. Germany, endlich, finally destroying the baguettes once and for all. Stell mir gerade vor, wie bei Herr der Ringe. Theoden reitet über das Feld und die deutschen Truppen hinter ihm und er schreit Tod den Franzosen. Und dann reiten sie los und überrennen Frankreich. Und zum Glück hat YouTube die Änderung zurückgenommen, dass man wieder ein bisschen fluchen darf und so. Deswegen Glück gehabt. Okay, diese Clowns aus Montenegro sind gerade dem Krieg beigetreten. Das ist ärgerlich. Kleiner Verlustcheck. 24.000 unserer Leute sind durch Sowjets gestorben. 527.000 Sowjets sind durch uns gestorben. Ich würde mal sagen... Noob. Übrigens trotzdem auch relativ praktisch, dass sie dem Krieg beigetreten sind. Jetzt ist nämlich der Weg nach Athen offen. Und wie sagt man so schön, alle Straßen führen zum Sieg. Vor allem die die Straßen, die rot gefärbt sind, meine ich. Ene mene mek, das Baguette, das ist jetzt weg. Und wir können uns komplett um Italien kümmern. Und zwar ASAP. Wer ist eigentlich noch Major? Ah, schau, nur noch Italien. Wenn Italien fällt, das kontinentale System ist raus aus dieser Welt. Kleine Info. Ich weiß nicht genau warum, aber wir sind jetzt automatisch im Krieg mit Deutschland und Co., sobald in Italien der Bürgerkrieg ausbricht. Und das ist scheiße. Was machen wir denn jetzt? Das ist jetzt richtig doof. Also, mein Plan ist jetzt, Italien sich selbst überlassen und hoffen, dass sie mir nicht die Gurgel aufschlitzen, während ich hier die paar roten Boys in der Defensive lasse. Und ich habe nochmal eine zweite neue Armeegruppe gegründet, um die Deutschlandfront abzudecken. Die habe ich vergessen. Das ist blöd. Okay. Ja, da habe ich bestimmt keine Leute zur Verfügung. Die Hälfte von euch muss dann halt reichen für die Bulgaren. Ich möchte auch ehrlich zu euch sein, ich hatte das gerade auch schon mit dem Bürgerkrieg. Wir haben ihn auf die Schnauze bekommen, deswegen habe ich nochmal neu geladen. Dass Deutschland automatisch da dann uns gegen beitritt. Das Problem, das ist eine relativ doofe Situation. Das kostet jetzt 1-2 Minuten, aber ich erkläre euch das ganz kurz. Der Bürgerkrieg, also wir sind in Italien einmarschiert, löst automatisch seit 1.12 einen Trigger aus, dass die Nation, die einmarschiert, einen Bürgerkrieg auslöst. Dieser Bürgerkrieg sorgt dafür, dass ihr automatisch beteiligt seid im Bürgerkrieg. Problem ist jetzt in dem Fall, dass es automatisch euer Vasall, ob ihr jetzt den die Gebiete gibt oder nicht, ist wurscht. Es passiert automatisch. Ihr seid automatisch Lehnsherr und damit treten automatisch alle Feinde dieser Nation automatisch gegen euch in den Krieg bei. Ne? Ich hoffe, ihr versteht das, was ich euch gerade erklären wollte. Also ich kann nichts machen. Das Einzige, was ich hätte machen können, wäre nicht in Italien einmarschieren. Das hätte mich vor dem Deutschen Reich in dem Fall geschützt. Bin ich aber nicht. Total dummes System, würde ich fast schon als Bug abstempeln, aber wir müssen jetzt damit zurechtkommen. Und wir haben relativ gute Verteidigungsfertigkeiten, zumindest sind meine Truppen relativ kampferfahren und die Deutschen sind auch relativ abgekämpft, hoffe ich mal. Wird schon schief gehen, oh Gott. Danke, dass mich wenigstens die Tschechen noch unterstützen. Ich habe übrigens komplett vergessen, dass meine Truppen hier gefangen sind. Und ich hoffe, ich komme hier noch irgendwie raus, ohne dass meine komplette Armee drauf geht. Die verbleibenden italienischen Truppen gehen hier gerade im Sandwich deutscher italienischer Truppen baden. Ich habe es zumindest geschafft, meine Truppen soweit zu retten. Haben jetzt hier eine Verteidigungslinie errichtet und trinken einfach mal eine Weile Tee oder so. Ein Wunder, dass wir das retten konnten. Ohne Witz, das war eigentlich verloren. Eigentlich war es verloren. Vor allem, als ich die Truppen hier vergessen habe. Aber Wunder, Wunder geschehen immer wieder. Digga, wenn ihr mich verarschen wollt, wirklich, ich habe keine Ahnung, was jetzt auf einmal die Intention hinter diesen geistigen Kompetenzen dummen, blödsinnigen, hinterhältigen Angriff hier ist. Verstehst einfach nicht. Das ist so low einfach, was hier abgeht, Mann. Glücklicherweise haben wir immer noch Bevölkerung ohne Ende. Das heißt, wir können mit neuen Truppen und dank unserer ganz akzeptablen Industrie auch genug Ausrüstung immer wieder gegen das Ganze hier ankämpfen, so gut wie möglich. Und die Italiener sind hier ein ganz guter Puffer, muss ich auch sagen. Und wisst ihr, was das Schönste ist? Wenn ihr eine Benachrichtigung bekommt, in der drin steht, dass die Sowjetunion dem Deutschen Reich den Krieg erklärt hat. Entschuldigung. Hallo? Entschuldigung. Dass die Sowjetunion dem Deutschen Reich den Krieg erklärt hat.
War doch, ja, okay. Das war mir nicht mehr sicher. Aber die Sowjets haben den Deutschen den Krieg erklärt. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Einfach so, zum Spaß wahrscheinlich. Ist für mich hervorragend, tatsächlich. Mein Untertan hat natürlich seit fast ganz Italien erobert. Wir haben die Türkei gesnackt, war jetzt aber auch nicht schwer. Die Türken sind nicht unbedingt die größte Herausforderung. Aber das Tor steht offen. Sowohl hier als auch dort, je nachdem, wer den Krieg gewinnt von denen. Okay, es war der Molotow-Ribbentrop-Pakt, meine Freunde. Der war's, den haben die Sowjets gerade gebrochen. Die Deutschen haben freundlicherweise Serbien in den Krieg mit reingerufen gegen uns. Beziehungsweise auch gegen die Sowjets. Und die Serben sind darauf reingefallen. Opfer. Deutschland, übrigens das Land, was von den Sowjets angegriffen wird, erfreut sich jetzt gleich meiner Beliebtheit, denn ich werde nun die Deutschen angreifen. Ja, wo sind sie denn, die deutschen Truppen? Wo sind sie denn? Ah, die sterben an der sowjetischen Front, ist aber sehr ärgerlich. Oh, mit dem Kollaps der Deutschen, da gehört uns mal eben halb Europa. Okay. Jetzt wird leider kein Weg mehr dran vorbei, wir müssen es gegen die Sowjets aufnehmen. Also wir haben es generell geschafft, Europa zu sichern, aber ich habe keine Manpower mehr. Wir haben im Monat 20k, die wir dazu bekommen, aber es reicht einfach nicht. Und auf 20%, ja, das wird wahrscheinlich der nächste Schritt sein. Alles reinschmeißen, was wir noch haben. Unsere Waffen übrigens, meine Freunde. Relativ starke Version der 42er-Variante, damit wir die Sowjets und die Tschechoslowakei integrieren können und dann auch endlich unser richtiges Österreich-Ungarn ausrufen dürfen. Das Problem ist, in der Sekunde, wo wir der Tschechoslowakei den Krieg erklären, sind wir auch im Krieg mit deren nervigen Verbündeten, unter anderem den Schweden, den Portugiesen und den Japanern und deren Untertanen. Aber da müssen wir wohl durch, hm? Wenn es übrigens interessant ist, die Sowjets hier fast keine Truppen haben, während man mir hier drüben alle zwei Meter eine ganze Bataillon gegenstellt, in meinem schlechten Deutsch ausgedrückt. Aber wir werden einfach mal wieder ein bisschen vormarschieren, hätte ich gesagt. Schauen wir mal, was die Tschechoslowakei in circa 10 Jahren zustande gebracht hat. Ob sie in der Lage sind, uns standzuhalten. Und ich würde fast schon behaupten, nein, sind sie nicht. Übrigens auch dumm von den Schweden, sich direkt gegen uns zu stellen. Hätte ich an ihrer Stelle nicht gemacht, vor allem wenn ich keine Truppen an meiner Grenze gehabt hätte. Und hiermit können wir das österreichisch-ungarische Empire ausrufen. Oh, es ändert gar nichts. Außer, dass wir 5 Millionen Manpower bekommen haben. Übrigens, wir besuchen jetzt nochmal ganz nebenbei Spanien und auch Portugal damit automatisch für Ressourcen. Und natürlich, dass die Karte ein bisschen schöner wird. Österreich siegt an allen Fronten. Und das ist nicht nur mein Verdienst oder der Österreichs, nein, auch euer. Dann an dieser Stelle bedanke ich mich bei allen Kanalmitgliedern, die mir dabei helfen, mit Österreich-Ungarn die Welt zu erobern. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ihr seid der Grund dafür, dass ich jeden Tag wieder hochmotiviert mich an den PC setze, um euch mit dem besten Content zu versorgen. Und natürlich ist auch eine große Hilfe in der heutigen Zeit, wenn man die ganzen Kosten nicht alleine tragen muss. Das nur nebenbei erwähnt. Schweden hat sich verabschiedet und damit bleibt nur noch Japan. Die Sowjets halten auch nicht mehr lange durch. Aber ich meine, die Schweden waren auch ewig lange mit den Sowjets beschäftigt. Von daher kein Wunder, dass wir die jetzt einfach kalt machen konnten. Wenn wir in all den Kriegen bislang über 3 Millionen Mann verloren haben, ist das Spanien am Surrendern und wir bauen unsere Flotte ganz nebenbei auf. Also, ich erforsche erstmal Schiffe, weil bis gerade eben konnten wir noch nicht mal schwimmen. Und so eine Flotte aufzubauen dauert ewig. Ach, die Sowjetunion ist leider von uns gegangen und wir haben damit neue Fronten und Grenzen. Als Amerika ist es immer empfehlenswert, den Nachbarn im Süden im Blick zu behalten. Denn wenn von dort aus die österreichische Armee marschiert, dann landet sie auch direkt mal in Amerika selber. Und die haben angeblich 1 Million Mann. Aber keiner weiß, wo die sind. Ne? Keine Ahnung. Alle obdachlos bald. Bin übrigens ein Held, meine Freunde. Ich habe Korea befreit. Die stellen jetzt immerhin unfassbare Null-Divisionen zur Verfügung, um gegen Japan zu kämpfen. Hooray! Ah, nach jetzt 2 weiteren Jahren haben wir immerhin mal die halbe Welt gefühlt erobert. Es fehlt noch Venezuela. Da komme ich aber auch nicht hinaus mit einer Naval Invasion. Habe ich irgendwie gerade keinen Bock drauf. Deswegen, meine Freunde, fassen wir hier einmal kurz zusammen und beantworten die Frage. Kann Österreich allein die Welt erobern? Ja! War es glücklich? Ja. Hatten wir Glück? Ja. Habe ich verdient gewonnen? Auf jeden Fall. Aber es war echt cool, ich muss sagen. Österreich mit der Road to 56 Mod macht echt viel Spaß. Eine wunderschöne Nation. Mit einem saugeilen Forschungs- und Fokusbaum. Also nicht Forschung, nur Fokus. Ja, der Bürgerkrieg in Italien hat mir das Leben zur Hölle gemacht. Wir haben ja auch einmal inoffiziell verloren, aber ich habe ja Safe Game Shenanigans gemacht. Deswegen hat es ja nochmal geklappt. Ihr wisst, was ich meine. Ansonsten kann ich trotzdem sagen, es war sehr unterhaltsam. Eine unfassbar spannende Kampagne. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Die nächsten Folgen.
Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, wenn es dann heißt, kann mein Urgroßvater allein die Welt erobern. Mal gucken. Die nächsten Nationen werden genauso spannend wie Österreich. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, lebt wohl und nicht vergessen, keine Krabben essen. Tschüssi!